Ja, hallo, mein Name ist Heinz Buser und ich habe da einmal ein Video aufgenommen zu dieser Webseite, als ich damals hier eine entsprechende neue Zwischenstufe erreicht habe, und zwar Level 3 und dadurch durch dieses System eine neue Provisionsstufe erreicht habe. Und es hat mir da im Benutzkonto dann noch über 500 Aufgaben angezeigt, die noch zu erledigen sind, um dann ins nächste Level zu gelangen. Das habe ich damals aufgenommen, um das einfach festzuhalten, dass ich den Verlauf nachvollziehen kann. Mittlerweile ist es so, dass ich hier, ich habe die Website bereits geöffnet und ja, habe mich da im Menübereich unter verfügbaren Aufgaben begeben und hier ist dann die nächste Aufgabe und du erkennst hier in meinem Benutzkonto, dass ich jetzt hier noch im Level 3 befinde und das nächste Level dann noch exakt 365 Aufgaben entfernt ist. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, FAQ, dann erkennst du hier sehr schön unter Punkt 4, wie erreiche ich den nächsten Level, und hier ist es sehr schön beschrieben. Hier nächste Level. Also ich habe hier, als ich Level 3 erreicht habe, so viele Aufgaben gesamthaft zum Umsetzen gehabt. Und ja, mittlerweile sind es exakt noch 365. Das heißt, es entspricht im Prinzip genau die Tage eines Jahres. Um das geht es letztendlich. Einfach zu überlegen, klar, es ist jetzt nicht mehr der erste von diesem Jahr, aber einfach die Gesamtbetrachtung. Es sind exakt 365 Tagen, also 53 Aufgaben im Prinzip. Wäre es jeden Tag eine Aufgabe im Prinzip, entspricht dies. Allerdings sind es täglich mehrere Aufgaben, die umgesetzt sind. Also wird das nächste Level schneller erreicht als die 53 Tagen, die das dem entsprechen würde. Das habe ich einfach so ja, festhalten wollen, damit du erkennst, jeden Tag erledigt man eine Arbeit oder eine Aufgabe. Und hier mit solch einem Benutzerkonto, auf Basis von solch einem System, lässt sich das Ganze entsprechend nutzen. Und dann entsprechend, das wollte ich dir einfach mal offenlegen. Du erkennst hier, ich habe hier das mit der nächsten Aufgabe. Das ist zeitlich ja sehr raffiniert gesteuert. Das heißt, die nächste Aufgabe kann ich dann zu diesem Datum, zu dieser Uhrzeit umsetzen. Das ist dann, was ich dann verdienen werde. Und das ist die Maximalprovision. Und so lange muss ich noch warten. Also dann wird die Aufgabe mir freigeschaltet und kann diese entsprechend umsetzen. Das ist ja wie bei einer ganz normalen Arbeit. Sobald die Uhrzeit entsprechend fortgeschritten ist, dann beginnt man mit der Arbeit und dort ist auch das Gehalt entsprechend vordefiniert, wie es auch hier ist. Und das System erlaubt mir einfach noch zusätzliche tolle Funktionen, die genutzt werden können, sofern man sich darüber informiert. Genau, ich werde das weiterhin fortführen. Und sobald ich dann den nächsten Kontostand erreicht habe, um eine Auszahlung tätigen zu können, das siehst du dann hier, Auszahlung anfordern, dann werde ich das entsprechend wieder zeigen. Und ja, allzu lange dauert es nicht mehr und dann wird es wieder soweit sein. Bis dahin, ja, werde ich da weiter die entsprechende Aufgabe im System erledigen und werde demnächst wieder darüber berichten. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, einfach unterhalb von diesem Video.